Oh. An alle Schüler und an alle ehemaligen Schüler, wem ist es auch tierisch auf den Sack gegangen, dass die Mädchen immer bevorzugt wurden? Ob in Deutsch, in Mathe, in jedem Fach, wo haben die Mädels bessere Noten bekommen? Vor allem in Sport. Vor allem, also in Sport, okay. Ich habe da mal über ein Referat geschrieben. Und zwar, ich habe mal ein Referat darüber geschrieben. Und es gibt eine Studie. Und zwar, ist es gerecht, ist es fair, dass Mädels im Sportunterricht besser benotet werden als Typen. Aber wenn es komplett fair wäre, dann müssten Männer im Deutschunterricht auch bevorzugt werden. Denn es gab da irgendwelche Studien oder so, müsst ihr selber mal googeln, dass Männer in Deutsch nicht so gut sind wie Frauen aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Und deswegen, wenn es fair wäre, dann müssten wir Männer in Deutsch besser benotet werden als Frauen. Aber Frauen werden einfach in allen Unterrichtsfächern besser benotet. Und jetzt denkt ihr alle so, nee, eh nicht. Jetzt pass auf, Digga. Hab die Story schon mal erzählt. Ich musste eine Arbeit nachschreiben, eine Deutscharbeit musste ich nachschreiben. Und ein Mädel in meiner Klasse hatte eine 2+. Und ich musste irgendwie 2 Monate später nachschreiben, weil es gab immer irgendwie so offizielle Termine. Und der nächste, da war ich dann bei dem einen wieder krank gewesen, musste ich 2 Monate danach die gleiche Arbeit schreiben. Dann habe ich mir die Seite kopiert. Ich habe mir das, was sie geschrieben hat, kopiert. Und dann, also alles, was sie geschrieben hat, kopiert. Dann musste ich die Arbeit nachschreiben und ich war allein im Raum, konnte entspannt alle Zettel rausholen, habe alles abgeschrieben, nicht 1:1. Wenn das zum Beispiel stand, zum Beispiel Peter und Uwe sind in die Schule gegangen, habe ich geschrieben, in die Schule sind Peter und Uwe gegangen. So, und alle Sätze hatten zu 100% den Sinn. Ich habe alles 1:1 aufgeschrieben. Ratet, was für eine Note ich hatte. Er hat mir eine 4 gegeben. Er hat mir eine 4 gegeben. Eine 4. Eine 4. Eine 4, Bro. Jetzt könnte man meinen, okay, weil du die Sätze umgeschrieben hast. Nein, pass auf, ich habe ihn gefragt. Ich habe gefragt, okay, warum habe ich eine 4? Und dann sagt er, dass meine Argumentation scheiße war. Das war eine Argumentationsarbeit scheiße. Und er meinte, dass meine Argumente wenig Sinn ergeben würden. Und die Argumente habe ich doch 1:1 von der Mädel übernommen, die eine 2+ hatte. Und drunter stand so, Top-Argumentation, wegen den Rechtschreibfehlern keine 1. Bruder, ich hatte keinen einzigen Rechtschreibfehler, weil ich nur abschreiben musste. Ich habe doch gesehen, was falsch war und was richtig war. Ich hatte keinen Rechtschreibfehler. Und er sagt zu mir, meine Argumentation war scheiße. Und jetzt wird's noch schlimmer. Wenn wir schon mal beim Thema sind, Jo. Wenn wir schon mal beim Thema sind. Das war mein Deutschlehrer. Und sorry, aber das war der größte... Pass auf, Jungs. Erstes Halbjahr. Ich habe nur 2 geschrieben. Und vielleicht eine 3. Ich habe nur 2 geschrieben. Also so nur zwei und vielleicht 1 oder 2 3. Und ich hätte, ehrlicherweise, hätte ich locker auch 1 verdient. Ich schwöre. Also Deutsch war einer meiner Favorites. Also ich konnte, hab immer gut gelernt. Ich hab gut argumentiert. Ich war immer sick, Digga. Immer sick. Aber er hat mir nie eine 1 gegeben oder so. Weil, jetzt kommt's, seine Aussage war, er vergibt keine 1. Also ihr müsst euch wirklich mal überlegen. Ein Lehrer sagt zu der Klasse, bei mir gibt es keine 1. Und ja, es hat wirklich keiner eine 1 bekommen. Egal wie gut er gewesen ist. Das heißt, wenn du eine 2 geschrieben hast, war es eine 1. Das haben, also, ne, das ist doch nicht witzig. Wir haben auch dem Direktor gesagt, wir haben uns beschwert. Wir meinten, es kann doch nicht sein. Ein Lehrer muss doch bei einer 1 anfangen. Und wenn es schlechter wird, immer weiter runter. Aber er meinte so, es gibt keine 1. Er meint, bei ihm gibt es keine 1. Außer wenn es, also er meinte, wenn das so geschrieben wäre, wie er das möchte. Also 1:1. Und das war halt so ein alter Sack. So ein richtig, wenn ich ihn nochmal sehen würde, dann würde ich da hingehen und sagen, guck hier, Digga. Guck mal hier. Dafür, dass du mir, ich sage euch gleich, was für eine Note ich bekomme auf dem Abschlusszeugnis. Und ich habe dem, also, ich habe nur 2 geschrieben. Und im, also im ersten Halbjahr nur 2, paar 3. Und er hat mir eine 2 gegeben. Also er hat mir eine 2 gegeben. Als dieses, gibt ja diese Halbjahrzeugnis, hat er mir eine 2 gegeben. Ehrenmann. In der mündlichen Mitarbeit war ich extrem scheiße. Ich habe mich nie gemeldet. Ich war so, ich habe nie wirklich mitgemacht. Ich war scheiße. Ich habe, glaube ich, mündlich hat er mir, glaube ich, eine 4 oder eine 3 gegeben. Abschlusszeugnis aber 2, weil halt alle Klassenarbeiten eine 2 gewesen sind oder halt 3. Also eine war, glaube ich, eine 3 gewesen. 3+ sogar. Und es gab Leute, die haben sich gar nicht gemeldet. Also es gab einen, der war der Klassenstreber. Das war der Beste, aber der war so schüchtern, dass er gar nichts gesagt hat. Also er hat nie aufgezeigt und auch nie mitgearbeitet. Und ich war so einer, ich habe mich auch nie gemeldet, aber ich habe ein bisschen mitgearbeitet und auch vielleicht einmal aufgezeigt oder so. Ich habe schon, sagen wir mal, 10% gegeben und er hat gar nichts gemacht. Aber er war Klassen, er hat nur 1 geschrieben. Also in Deutsch nicht, aber sonst halt nur 1. Zweites Halbjahr
habe ich wieder nur 2 geschrieben. Und ich glaube, da war auch gar keine 3. Es waren nur 2. Es war 2, 2, 2, 2. Es waren 4 Arbeiten, glaube ich. Alles 2, 2, 2, 2, 2. Die gesamte Abschlussprüfung habe ich auch mit 2 bestanden. Das gesamte Jahr nur 2. Und ich habe mich genauso verhalten wie im letzten Jahr. Ich saß halt immer so da, habe ich mit so 10% aufgezeigt. Also sehr wenig, ja. Aber mehr als dieser Klassenschreiber. So, und dann kommen so diese Gespräche, wo der Lehrer dir deine Note sagen wird. Deine Note, die du bekommen wirst. Ich bin der Letzte. Er sagt zu Kevin, du bist der Letzte. Ich bin so, okay. Und ich schwöre, es lag an meinem Namen Kevin. Es lag daran, dass ich Kevin heiße. Ich schwöre. Ich schwöre, das war so ein Typ, das war so einer. Der Klassenbeste, der hat in Deutsch, hat er auch mal so 2 und 3 geschrieben, aber er hatte mehr 3 als ich, hat in mündliche Mitarbeit eine 4 bekommen und auf dem Abschlusszeugnis eine 2. Ehrenmann. Würde man sagen, Ehrenmann. Und dieser, sagt er zu mir so, Kevin, mündlich war gar nichts. 5. Mündlich gebe ich dir eine 5. Ich müsste auf mein Abschlusszeugnis gucken und er hat mir in Deutsch eine 4 gegeben. Auf mein Abschlusszeugnis. Was für ein Hurensohn muss man sein, einem Schüler sein letztes Abschlusszeugnis eine 4 zu geben, obwohl dieser nur 2 schreibt und einer 3 im letzten. Also ich habe mir eine 2 fürs. Also meine Note vom ersten Halbjahreszeugnis war eine 2. Dann zweites Jahr nur 2 geschrieben und er gibt mir eine 4. Wegen mündliche Mitarbeit 5. Denke ich mir so, gib mir noch eine 3. Dann sage ich zu ihm so, ich wurde richtig sauer. Ich meine so, sie können mir doch nicht eine 4 geben, wenn ich nur 2 schreibe. Das ist mein Zeugnis fürs Leben. Und er so, ja, aber gar nicht mitgearbeitet, daneben benommen. Und ich so, ja, aber, habe ich halt den Namen gesagt von dem Klassenschreiber. Ich so, der hat auch gar nichts gemacht. Und er so, ja, aber der hat sich wenigstens benommen. Ich bin zum Direktor gegangen. Ich habe mich beschwert, ich habe dies gemacht. Ich müsste es nochmal raussuchen, das Zeugnis. Ich weiß nicht, ob ich dann am Ende eine 3 bekommen habe, weil ich mich beschwert habe beim Direktor. Aber ich glaube, ich habe die 4. Ich glaube, er hat mir dann wirklich die 4 gegeben. Weil es war mir auch dann. Also es war mir halt auch einfach scheißegal. Ich hatte ein 1, irgendwas Durchschnitt auf meinem Realschulabschlusszeugnis mit Quali. Und ihr wisst ja, ich wollte ja zur Polizei, also zum gehobenen Dienst. Und für den gehobenen Dienst brauchst du Fachabitur. Und ich bin nur zu dieser Schule gegangen, um ein Fachabitur zu kriegen. Und du kannst bei der Polizei. Kannst du einen 4er-Durchschnitt haben? Du kannst nur 4er auf dem Abschlusszeugnis haben und die nehmen dich trotzdem, weil die Polizei scheißt auf Zeugnis. Die wollen nur dein Fachabitur, der Rest ist komplett egal. Da kann jemand kommen, der hat nur 1, das ist denen scheißegal. Du hast keinen Vorteil dadurch, ob du jetzt nur 1 hast oder 4, das ist egal. Und dementsprechend habe ich mich auch verhalten. Ich habe halt zu allen Lehrern gesagt: Pass auf, ich bin nur hier, um mein Fachabitur zu kriegen, weil ich will zur Polizei, der Rest ist mir scheißegal. Und dementsprechend habe ich auch mein Ding durchgezogen. Ich habe mir Hausaufgaben gemacht, ich habe die Klausuren habe ich immer gut geschrieben, deswegen konnten die mir keine schlechten Noten geben, weil ich. Wenn ich lerne, bin ich gut, aber sonst habe ich halt nichts gemacht. Und dann gibt ihr mir einfach eine 4. Also es war mir halt egal, weil ich brauche das Zeugnis sowieso niemals in meinem Leben. Ich kann euch so viel sagen, Jungs, wenn irgendwann nochmal der Tag kommt, wo ich mich bewerben muss auf eine Ausbildungsstelle. Ihr wisst ja, meine erste Ausbildung, die ich auch abgeschlossen habe, bin mit staatlich anerkannt und so, ist Mediendesigner. Also heißt für Photoshop und InDesign. Ne? Ich kann das alles, ich weiß, wie man was gestaltet. Also wenn ich mich nochmal mit einem Zeugnis bewerben sollte, dann habe ich gehört, dass mein Zeugnis vielleicht doch 1,5 ist, anstatt so wie es jetzt ist, so ich glaube 2,7 oder so, 2,6, weiß ich nicht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Mir ist es egal, was auf dem Zeugnis draufsteht, weil also ein Kollege von mir, der hat sein eigenes Zeugnis. Versteht ihr, was ich meine oder muss ich noch detaillierter sprechen? Also versteht ihr, was ich meine oder muss ich noch mehr sagen? Mediendesigner, staatlich anerkannt, ich weiß perfekt, wie man irgendwas macht. Habt ihr verstanden? Das ist mir egal, ob da eine 4 steht oder nicht. Nicht mehr sagen, okay. Okay, Jungs, das freut mich. Weil ich wollte nur sagen, dass mich die Leute auch so nehmen. Mit meinem Schwiegersohn lächeln. Wenn ich da mein Schwiegersohn lächeln im Bild reinnehme. Das andere wollte ich gar nicht sagen. Nennt man auch Urkundenfälschung? Ach so, nee. Das meine ich gar nicht, dass ich meine Noten wegphotoshoppen möchte und dann einfach aus dem Ausreichend sehr gut mache oder so. Nee, nee. Ich meinte, dass ich einfach mein Gesicht bearbeite mit Photoshop, dass ich richtig gut aussehe. Und dann nehmen die mich auch so. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier öffentlich gerade im Internet bin. Und dass jemand gegen mich benutzen könnte. In meinem Zimmer vergehen Stunden jeden Tag. Blick nur in das Dunkle, denke nach. Jede einzelne Sekunde, eine Qual.